Elektrolytkondensatoren. Also wir haben uns jetzt ein bisschen angeschaut, wie so ein idealer Kondensator eigentlich funktioniert, also wie man denn das Verhalten von dem von außen beschreiben kann und auch welche Schaltungen man mit dem vielleicht aufbauen könnte, zumindest angedeutet ein bisschen. Und wir haben gesagt, Kondensatoren gibt es eher nur in sehr kleinen, also dass man irgendwo ein Verrat sieht, das kommt einem sehr selten unter die Augen. Aber auch wenn man in den Mikrofaradbereich hineingeht, gibt es nur noch wenige wirklich schön ideale Kondensatoren, sondern da gibt es dann mehr so, sagen wir Hacks, wie man einen Kondensator aufbauen kann, die halt dann unangenehme Nebeneffekte haben. Und wenn ich einen größeren Kondensator habe, so einen Bereich von ein paar Mikrofarad oder mehr, also im Bereich von ein paar Mikrofarad oder mehr, dann ist das in der Regel so ein Elektrolytkondensator. Und das Symbol von so einem Elektrolytkondensator schaut so aus. Also genau das Symbol, das wir schon kennen. Aber auf einer Seite ist ein kleines Plus. Was man auch öfter sieht, ist dieses Symbol hier mit einem leeren und einem ausgefüllten Rechteck für diese Kondensatorplatten. Das soll Kondensatorplatten darstellen, dieses Symbol. Und dann meistens auch noch das Plus, nur so auf Nummer sicher. Manchmal ist es nicht da, da muss man halt bis das leere Kästchen ist die Plusseite. Und diese Kondensatoren darf man nur so laden, dass der Spannungsabfall in diese Richtung ist. Also dass das Ende mit dem Plus auf einem höheren Potenzial ist, als das Ende ohne Plus. Also das ist halt nicht Minus angezeichnet, sondern nichts. Wenn man sich daran hält, dann verhalten sich diese Bauteile im Wesentlichen so, wie man das von einem Kondensator erwartet. Wenn man sich nicht daran hält, wieder hin. Und auch wieder hier, man kann, also wenn man ein bisschen so diese Zerstörungsfreude hat, dann kann man auch mal so einen Kondensator verkehrt drum anschließen, eine 9-Volt-Batterie und den zuschauen, wie er platzt. Und wenn man sich so ein Kondensatorbauteil anschaut, wer möchte, kann er nachher da vorkommen, die sind oben so eingeritzt, dass kommt daher, dass wenn man die zerstört, dann schaut das so aus, dass das Elektrolyt da drinnen verdampft, dass da steht ein großer Druck drinnen und dann ist diese eingeritzte Fläche, die Sollbruchstelle, die platzt auf und dann kann der Druck entweichen. Früher gab es das nicht, dass wenn man irgendwo alte Kondensatoren rumliegen hat, aus den 70ern oder auch 80ern, dann sind die halt so wie Rohrbomben. Die sind da ziemlich massiv und wenn man dann anfängt, da einen großen Druck aufzubauen, dann kann man die zerfetzt dann schon ganz ordentlich. Aber das ist eben der Grund, warum die da oben so eingeritzt ist. In der Regel werden die aber nicht auf diese Art und Weise kaputt, dass ich den einfach verkehrt rum vorspanne und innerhalb von ein paar Sekunden platzt der, sondern die werden eher über die Zeit kaputt, dass ich halt diese Schaltung habe und im Wesentlichen sind die richtig gepolt, aber aufgrund der Art und Weise, wie die Spannungsverläufe über die Zeit sind, gibt es halt immer wieder kurze Augenblicke, wo sie falsch herum gepolt sind. Und das sorgt dann halt dafür, dass der Kondensator vielleicht nicht 5 Jahre oder 10 Jahre lebt in dieser Schaltung, sondern nur 3 Monate. Sind natürlich super Probleme zum Finden, dass man irgendwie das Gerät 3 Monate betreiben muss, bis man dann irgendwie sieht, dass das gewisse Probleme hat. Vor allem in einer Zeit, wo das schon Time to Market ist, nicht? Wo ich vielleicht sage, nach 3 Monaten möchte ich die 1 Million Stück produziert und draußen haben, dann kann ich es mir vielleicht nicht leisten, das Gerät 3 Monate in der Ecke stehen zu lassen. Oder 2 Jahre, wenn das Problem ein bisschen subtiler ist. Und wie äußert sich das, dass Sie gewollt werden, die Kapazitäten da? Wenn sie nicht platzen. Also sie können noch platzen, wenn man irgendwie ein altes PC-Motherboard anschaut, dann sieht man manchmal so Kondensatoren, wo dieser Deckel, der eingeritzt ist, der ist dann schon so nach oben gewölbt und sie sagen, lang wird er nicht mehr leben. Aber im Wesentlichen nimmt die Kapazität ab, weil das Elektrolyt austrocknet. Und damit habe ich eben ein anderes Epsilon im Bereich zwischen den Elektroden. Also auch wenn er nicht platzt, diffundiert er irgendwo hinaus? Ja. Ja. Und es ist nicht so, dass die Oxidschicht die Elektrodenkung darstellt, oder wie? Es gibt viele Fehlermodi von Kondensatoren, insbesondere von Elektrolytkondensatoren. Also da gibt es ganz arge Sachen, dass zum Beispiel die Elektrolytschicht nicht mehr ein vollständiger Isolator ist, sondern an einigen Stellen dann so leitende Kanäle bekommt. Und da passieren ganz konterintuitive Sachen, dass ein Kondensator funktioniert an einer Schaltung, wenn ich die mit 100 Volt betreibe, aber nicht, wenn ich sie mit 10 Volt betreibe. Weil wenn bei 100 Volt dieser leitende Kanal entsteht,
geht da kurz ein Strompuls durch, der dann diese Stelle zum Aufbrechen oder was auch immer bringt und das wird isolierend. Aber wenn da nur 10 Volt sind, dann hat das nicht diesen Effekt und auf einmal ist es genau verkehrt herum, dass die Kondensatoren länger leben, wenn ich die Schaltung bei einer geringeren Spannung betreibe. Und so. Also es gibt eigene Bücher über Fehlermodi von Bauteilen. Eins, was sehr gut ist, ist Troubleshooting Analog Circuits. Ich glaube, das habe ich auch in der Literaturliste hinten drinnen. Und da gibt es halt mehrere Kapitel darüber, was mit Kondensatoren alles schief gehen kann. Also gerade diese Elektrolytkondensatoren sind so ziemlich die undankbarsten Bauteile. Generell bei Kondensatoren ist die Kapazität, die draufschreibt, immer nur sehr grob. Also bei Widerständen ist ein üblicher Genauigkeitswert so 1%. Und wenn man es halt exakt haben möchte, dann kriegt man das auf 0,1%, 0,01% genau Widerstände. Das sind Standardbauteile, das ist jetzt nichts besonders Exotisches. So Kondensatoren, die sind halt die kleinen Kondensatoren, die Nicht-Elektrolyt-Kondensatoren, die sind halt irgendwie vielleicht auf 5 oder 10% genau. Also eigentlich schon eine massive Schwankungsbreite, die ich da habe. Und bei den Elektrolytkondensatoren ist es halt noch viel schlimmer, unter anderem, weil die eben über die Zeit ihre Kapazität massiv ändern können. Und dann muss ich meine Schaltungen schon so bauen, dass ich sage, okay, die Schaltung sollte auch noch funktionieren, selbst wenn dieser Kondensator 30% von seiner Kapazität verliert über die Zeit. Natürlich ist es alles viel wichtiger, wenn ich ein Produkt baue, was ich dann irgendwie in großen Stückzahlen produzieren und vermarkten möchte. Solange ich mich da herumspiele und dann schalte ich die Schaltung irgendwie einmal in der Woche für eine Stunde ein, weil ich im Hackerspace das nette Blinke-Ding herzeige, was ich gebastelt habe, dann brauche ich mir über solche Sachen keine Gedanken machen. Und normalerweise weiß man von diesen Schaltungen sehr gut, wie man es selber repariert. Nicht? Wenn ich irgendwie einen Laptop kaufe und dann macht es nach einem halben Jahr pfff und er geht nicht mehr zum Einschalten, dann bin ich vielleicht nicht so hoch motiviert, dass ich da anfangen kann, also dran zu umlöten. Ja, also das ist es so zu diesen Elektrolytkondensatoren, wenn man die Bauteile sich anschaut, wie gesagt, könnte nachher herkommen, die haben auf der einen Seite so einen Streifen, wo Minus draufsteht und das ist dann eben der Anschluss, der hier nicht bei einem Plus markiert ist. Das ist ein bisschen komisch, bei einem Bauteil markiert man immer das Minus, beim Schalter dann Symbol das Plus, aber das muss man halt leben, das hat sich so eingebürgert. Okay, das war es eigentlich auch schon jetzt zu den Elektrolytkondensatoren. Das ist kein besonders spannender Block, die Information ist, große Kondensatoren, dann nehme ich sowas, weil das gibt es nicht anders, aber ich muss halt wissen, ich habe diese Einschränkungen. Und in die bestimmten Anwendungen kann das ziemlich schwierig sein, dass man sich überlegt, wie baue ich die Schaltung so, dass der Kondensator immer richtig herumgeladen ist und daher eben lange lebt oder möglichst lange lebt. Gut. Fragen? So, dann machen wir hier ein Experiment. Wir nehmen einen ELKO, also das ist kurz für Elektrolytkondensator, und laden den in eine Batterie. Wir haben da praktischerweise eine Batterie. Und dann schließen wir das ans Multimeter an und messen die Spannung. Und dann werden wir sehen, dass während der Messung die Spannung an diesem Kondensator abnimmt. Warum nimmt die Spannung am Kondensator während der Messung ab? Ja, weil die Messung Strom braucht, da fließt ein bisschen, je nach Multimeter kann dieser Widerstand, den ich da anschließe, das kann irgendwie sein 10 Kiloohm, 50 Kiloohm, wenn es ein gutes Multimeter ist, ist es im Bereich von mehreren Megaohm, wenn ich ganz fancy bin, ich schließe das an ein Elektroskop an, dann habe ich Widerstände im Gigaohm-Bereich und drüber. Dann nehme ich aber diesen Kondensator und trenne ihn von dem Multimeter. Wir merken uns den letzten Wert, warten einige Zeit und schließen ihn wieder an. Und wo glaubt ihr, wird dann quasi diese abnehmende Kurve fortgesetzt werden? Dort, wo sie vorher war. Also quasi während es angeschlossen ist, entlädt sich der Kondensator, aber während die Anschlüsse vom Kondensator einfach nur in der Luft hängen, hält der die Ladung extrem gut. Also wir sehen dann vielleicht einen kleinen Sprung, aber das wird eher sein, weil wenn wir den Kondensator anschließen, braucht das Multimeter mal eine gewisse Zeit, bis es den richtigen Wert anzeigt und in dieser Zeit gibt es ja auch schon einen Entladungsprozess. Gut, das schauen wir mal an. Kamera? Ja, hier ist die Kamera und ist das Kamerabild.
So, ich drehe das hier so, dass ich da halbwegs sehe. So, also da ist jetzt mein Kondensator. Und wir haben hier schon, das ist der Streifen, auf dem eben dieses Minus aufgedruckt ist. Sieht man das da? Ich schaue, ob ich vielleicht einen Fokuspunkt finde. Wenn wir beide drehen, dann. Da. Also das jetzt, da ist Minus draufgedruckt auf diesem Streifen und auf der anderen Seite ist einfach nichts. Und damit wissen wir, da wo Minus ist, das gehört an den Minusanschluss der Batterie. Da habe ich diesen Batteriealterungsdingsbums. Genau. Und das heißt, das rote Kabel gehört da dran, das schwarze gehört da dran. Zack, das war es auch schon, jetzt ist der Kondensator geladen. Gut. Dann lass uns das da abbauen. So. Nehmen wir die GroKo-Klemmen. Weil es einfach ist, es mit den Fingern die Kondensatorhaxen da an die Anschlüsse drauf zu tun. So. Du bist auf Wechselstromspannung. Oh. So. Zack. Gut. Also fast 8 Volt. Und wir sehen, dass sich das hier jetzt langsam entlädt. Und mit langsam meinen wir wirklich langsam. Aber die Tendenz ist klar, was hier passiert. Die Spannung nimmt ab, weil eben ein kleiner Strom durch das Messgerät fließt während dieser Messung. Und ich werde das jetzt abhängen bei 8,0. Also 7,80. Ja, 8,0 warte ich lange. So, jetzt machen wir la. Wie lange sollen wir warten? Das ist Fahrt fürs Video. Ich glaube, wir machen wieder weiter. So. Ja, okay. So, zack. Also ein bisschen hat er sich entladen, aber ich würde sagen, klar langsamer als das, was wir hier mitsehen können. So, wir können jetzt noch kurz. Mach ihn bei 70 wieder abhängen. Und dann hältst du wieder ein bisschen Vortrag und nach ein paar Minuten schauen wir noch einmal. Okay. So. Gut, müssen wir aufpassen, dass ich das mit dem Finger nicht angreife, weil da lade ich ja auch noch und möglicherweise stärker als wenn wir das Messgerät haben. So, genau, den zweiten Experimentierpunkt, den wir hier haben, im Skriptum. So. Hier. Das ist im Grunde die beiden vorhergehenden Blöcke. Da haben wir ein paar Berechnungen angestellt zu Kapazitäten. Aber wir haben es jetzt nicht wirklich ausprobiert. Und mit den ELCOS haben wir eben Kondensatoren, die groß genug sind, dass man das in einem Experiment überprüfen kann mit diesen RC-Ladekurven und so. Und da ist jetzt meine Anregung quasi, dass man das einfach mal aufbaut, so Widerstand, Kondensator, und dann lädt man den und entlädt den. Man rechnet sich voraus, wie lange wird das brauchen, um zum Beispiel von 3 Volt auf 6 Volt zu kommen bei einer gewissen Vorspannung. Und dann überprüft man das, ob das auch wirklich so hinkommt. So, war das jetzt genug Vortrag oder? Nein. Aha. Gut, dann haben wir hier Diskussionspunkte. Eigentlich beide Sachen, die wir schon angesprochen haben. Weshalb sind ELCOS besonders gut für einfache Experimente mit Kondensatoren geeignet? Weil sie relativ große Kapazitäten haben, dass man. Dass das langsam genug geht, dass man das nicht sieht. Genau. Also sie haben große Kapazität, aber der wesentliche Punkt ist, dass dann die Sachen langsam sind. Wenn ich eine ganz kleine Kapazität habe und ich möchte zuschauen, wie sie sich auflädt, dann müsste ich das ja wieder Vorwiderstand machen von zig Megaohm. Und da stellt sich die Frage, wenn ich da quasi zig Megaohm als Vorwiderstand habe, wie messe ich dann? Weil dann brauche ich ja ein Messgerät, das einen noch viel, viel größeren Eingangswiderstand hat, damit meine Messung nicht viel, viel stärker ist gegenüber, viel stärker das Verhalten meiner Schaltung beherrscht als dieser Vorwiderstand. Und bei ELCOS geht das halt, dass man langsame Prozesse hat mit noch überschaubar großen Strömen, dass ich irgendwie mal schaue, was passiert, wenn ich da 0,1 Milliampere durch den ELCO durchschicke.
Wenn ich da einen ganz einfachen Kondensator habe, dann kann ich nicht zuschauen, was passiert bei 0,1 mA, weil wenn der seine 100 Picofarad hat, dann verhält er sich einfach wie eine Unterbrechung. Aber mit Elkos kann man eben solche Experimente nachvollziehen und eben auch Ladekurven machen, die so langsam sind, dass man sie mit einem Multimeter anschauen kann und nicht unbedingt ein Oszilloskop braucht dafür. Okay, welche Nachteile gibt es? Wenn du sagst, Elkos sind so super. Aber man kann sie kaputt machen, indem man sie falsch spult. Ja, man kann sie kaputt machen, indem man sie falsch spult. Was wären noch Nachteile? Ja, es gibt gewisse Sachen, die gehen einfach nicht, wegen dieser Einschränkung mit der richtig gewählten Vorspannung. Und wir haben vorher auch gesagt, dass Elkos so seltsame Dinge macht, indem man lädt sie stark und dann schließt man sie kurz und dann müssten sie eigentlich in dem ungeladenen Zustand verbleiben, aber die erholen sich dann wieder ein bisschen nach ein paar Sekunden oder Minuten und sind auf einmal wieder geladen, obwohl das Letzte, was ich mit dem Kondensator ja gemacht habe, dass ich den kurz geschlossen habe. Also sie sind halt nicht ideal. Man muss sich dann halt überlegen, ob die Nicht-Idealitäten sozusagen dieser Bauteile in Bereiche fallen, wo es dann das Experiment, das ich durchführen möchte, beeinflusst. Oder ob es für meine Anwendung wurscht ist, weil ich den zum Beispiel nicht kurz schließe und dann offen stehen lasse, sondern weil der zum Beispiel eben mit einer Spannungsquelle verbunden ist. Dann ist mir das mit diesem, erholt sich dann wieder nicht so wichtig. Gut. Oder kann undicht werden und ich habe keine genaue Vorstellung davon, welcher Kapazitätswert er eigentlich hat, weil der drauf gedruckt ist, halt nur so eine grobe Schätzung ist und das eben sich auch über die Zeit sehr blöd verändert. Es gibt aber Multimeter, wie zum Beispiel dieses hier, was wir vorher gesehen haben, das grüne, das kann Kapazitäten messen. Und das ist ganz praktisch, gerade wenn man so Experimente mit Kondensatoren macht, wo man einfach nur überprüft, ob theoretische Vorstellung richtig ist. Wenn ich anfange, diese RC-Ladekurven auszurechnen, dann möchte ich schauen, ob mein Modell richtig ist oder ob mein Modell Fehler hat, dann kann das sehr verunsichernd sein, wenn meine Berechnungen immer so um 10% oder 20% daneben liegen, weil ich halt nicht genau weiß, wie groß der Kondensator wirklich ist. Dann ist es halt praktisch, wenn ich ein Messgerät habe, in dem kann ich das messen. Und auch wenn sich die Eigenschaften des Kondensators über die Zeit ändern, wenn ich jetzt messe und 5 Minuten später mein Experiment mache und das alles bei etwa gleichen Temperaturen stattfindet, dann kann ich sehr, sehr gute Berechnungen anstellen, wie diese Schaltung sich verhalten wird und kann eben gut überprüfen, ob mein theoretisches Modell ein geeignetes Modell für diese Wirklichkeit ist. Gut. Jetzt wollen wir das machen. Sehr schön. Dann, wo sind wir stehen geblieben? Irgendwas mit 70. 7,70, dann schalte ich wieder auf Volt. Okay, Moment. Jetzt sind wir gut im Bild, okay. Gut, dann bin ich da anstecken. 41, 40, Hammer, 30, verloren. 0,3 Volt. Ja, aber ich habe... Langen Vortrag gehalten. Ja, also ich habe, wenn man sagt, das fällt quasi um 10 Millivolt jede Sekunde, dann wären das 30 Sekunden, aber ich glaube, ich habe mehr als 30 mehr das... 60 Sekunden, aber ich habe mehr als eine Minute. Ja, naja, pro 2 Sekunden. Und jetzt ist es gestiegen? Von 3,3 auf 3,4? Nein? Okay, dann habe ich das falsch gesehen. Eine andere Frage habe ich noch. Mhm. Bei dem Kapazitätsmessgerät da ist ein anderes Einheitensymbol. Wo ist der Plus und Minus? Ah, das sind... also das müssten die Terminale sein. Aber was heißt mit Einheitensymbol? Ach so, das da meinst du? Ja. Da muss man den Plus und den Minus anschauen. Ja, keine Ahnung. Okay. Also es gibt dieses, sieht man es hier? Genau. Es gibt dieses Symbol hier mit einem geraden Strich und einem gebogenen Strich. Und ich muss auch jedes Mal nachschauen, was jetzt der Plus ist und was Minus. Okay. Ich weiß es nicht. Aber wie sagt man das so schön über Standards? Es gibt so viele, man kann sich dann immer aussuchen, welchen man nimmt. Gut, also das war jetzt unser kurzer Exkurs zu den Elektrolytkondensatoren.